Als Familienvater erlebe ich die Flexibilität im Alltag dadurch, dass ich sehr gut meinen Arbeitsalltag um meinen Familientag herum bauen kann. Das heißt, wenn das Kind mal krank ist oder wenn ich mal an einer Veranstaltung teilnehmen möchte von meiner Tochter, dann ist das sehr einfach, die Arbeit drumherum zu organisieren. Aber auch wenn es mal Handwerker oder Behördengänge sind, kann ich wunderbar einbauen. Des Weiteren ist es sehr angenehm, wie einfach der Übergang zwischen im Büro arbeiten zu im Homeoffice arbeiten funktioniert. Da sind wir sehr flexibel. Auch wenn man mal ein bisschen weiter weg ist, zum Beispiel die Schwiegereltern besuchen, kann man von da aus arbeiten. Das ist etwas, was mir halt auch ermöglicht. Ja, meiner Tochter ermöglicht, sehr, sehr viel von ihren Großeltern mitzubekommen. Die äußert sich dadurch, dass wir uns relativ gut per Chat oder per kurzen Videocalls absprechen können und auch darin, dass einzelne Teammitglieder dann remote zugeschaltet sind, andere vor Ort sind, dass man in Kollaborationsräumen sich treffen kann. Natürlich grundsätzlich hilft es mir vor allem, dass wir die entsprechenden Tools haben für Videokonferenzen und Chat, aber auch, dass sämtliche Prozesse, die meine Arbeit betreffen, vollständig digitalisiert sind und ich dafür nicht zwingend in die Firma kommen muss. Als Softwareentwickler habe ich mit dem Laptop natürlich sowieso das wichtigste Arbeitsgerät immer bei mir dabei. Wahrscheinlich wäre ich ein Switch, einfach weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe. Und ein Switch hat sehr viele Anschlüsse, kann in sehr viele verschiedene Richtungen agieren. Und ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich sitze meistens an so Schnittstellenpositionen.